11, 12, 13, 14, 15 bilden die dritte Gruppe. Dritte Gruppe, fragen Sie die erste Gruppe, ob sie jetzt alle Deutsch verstehen. Erste Gruppe, verstehen Sie jetzt alle Deutsch? Ja, wir verstehen es ein wenig, aber wir sprechen es nicht sehr gut. Viel ist eine große Quantität, das Gegenteil von wenig, eine kleine Quantität. Schüler sprechen in der vierten Stunde ein wenig Deutsch. Sie sprechen nicht viel Deutsch. Zweite Gruppe. Fragen Sie Heinrich, ob er mit uns Deutsch lernen will. Heinrich, wollen Sie mit uns Deutsch lernen? Ja, mein Herr, ich will mit Ihnen Deutsch lernen, um mit Deutschen sprechen zu können. Sie wollen also Deutsch lernen, Heinrich, nicht wahr? Verstehen Sie die Bedeutung des Verbs lernen? Die Schüler studieren, um zu lernen. Der Lehrer lehrt. Die Schüler lernen. Ich lehre sie Deutsch. Sie lernen Deutsch von mir. Antworten Sie mir, Heinrich. Wollen Sie von mir Deutsch lernen? Ja, mein Herr. Ich will von Ihnen Deutsch lernen, um mit meiner Schwester sprechen zu können. Sie spricht diese Sprache sehr gut.